Es gibt viele Horrorfilme, die langsam, methodisch beginnen und die Zuschauer in einen Rhythmus einstimmen lassen, bevor der Terror wirklich kommt. Das sind nicht diese Filme. Hier sind die gruseligsten Eröffnungsszenen in Horrorfilmen. Andere Freitag der 13. Fortsetzungen lehnten sich stark an das Funhouse-Territorium und verließen sich genauso auf morbiden Humor wie blutige Schocks, aber nicht im Fall von Friday the 13th Part 5 – A New Beginning. Corey Feldman wiederholt seine Rolle als junger Tommy Jarvis in der Traumsequenz, die den Film eröffnet. In einer dunklen, stürmischen Nacht beobachtet Tommy Jasons Grab, während zwei potenzielle Grabräuber es ausheben. Es läuft nicht gut und Feldmans Reaktion, als er Zeuge wird, wie Jason sich wieder erhebt, um die glücklosen Gauner abzuschlachten, verkaufen Tommy schierer Panik und Schrecken perfekt. Die brillante Eröffnung ist wohl die beste der Serie. Dem Twilight Zone-Film von 1983 fehlte es größtenteils an echten Schrecken, aber seine kurze Eröffnungssequenz vor dem Abspann hat dem Lexikon der Popkultur einen Satz hinzugefügt, der immer noch die Kraft hat, uns zur Gänsehaut zu bringen. Hey, you wanna see something really scary? You bet. Really? Yeah. Okay, this is really, really scary now. Die Comedians Stan Aykroyd und Albert Brooks beruhigen das Publikum als Autofahrer nachts auf einer einsamen Straße. Aber als Brooks versucht, Aykroyd zu erschüttern, indem er seine Scheinwerfer ausschaltet, erhöht Aykroyd den Einsatz, indem er darauf besteht, dass Brooks anhält, damit er ihm etwas Gruseliges zeigen kann. Und Junge, tut er das jemals. What are you doing? Scream, Wes Cravens Dekonstruktion des Horrorgenres aus dem Jahr 1996, löste einen Trend der Selbsterkenntnisse in Schockfilmen aus, der bis heute anhält. Aber man vergisst leicht, was für ein virtuoses Stück Filmemachen seine Eröffnungssequenz ist. Drew Barrymore tritt als junge Frau namens Casey auf, die einen Telefonanruf erhält, den sie für einen Scherz hält. Hello? Why don't you want to talk to me? Who is this? You tell me your name, I'll tell you mine. I don't think so. Als der Typ sie über Horrorfilme ausfragt, wechselt der Ton des Anrufs von verspielt über finster bis hin zu geradezu erschreckend, während Casey langsam klar wird, dass dies kein Scherz ist. You never told me your name. Why do you want to know my name? I want to know who I'm looking at. What did you say? Die Szene ist eine absolute Meisterklasse darin, mit den Erwartungen des Publikums zu spielen und Spannung aufzubauen. Der Einfluss von Scream hat in den letzten Jahrzehnten den Horror überragt, aber ohne diese Eröffnung hätte er sich vielleicht nicht ganz so lange in der populären Vorstellung gehalten. Praktisch alles, was mit Jaws hätte schiefgehen können, ist passiert, bis hin zu den mechanischen Haien, die nicht den Erwartungen entsprachen. Aber die technischen Probleme führten dazu, dass der Film auf eine Weise verbessert wurde, die niemand vorhersehen hätte können, dass Steven Spielberg sich klugerweise dafür entschied, seine scharfsinnige Drohung wann immer möglich außerhalb des Bildschirms zu halten. Die Öffnungsszene zeigt, wie effektiv diese Technik ist, als eine junge Schwimmerin namens Chrissy das letzte mondhelle Bad nimmt, das sie jemals nehmen wird. Für den eigentlichen Angriff setzen Spielberg und seine Crew ein Unterwassersystem aus Seilen ein, um die Schauspielerin hin und her zu reißen, und alles, was wir sehen können, sind ihre verängstigte Reaktion, die sie völlig verkauft. Jaws ist ein Film, der die Vorlage für das sommerliche Tentpole Picture bildete, die so oft nachgeahmt wurde, dass man es gar nicht mehr zählen kann. Aber sein Anfang behält seine ganze Kraft über 4 Jahrzehnte später. Sam Raimi feierte 2009 seine triumphale Rückkehr zum Gonzo-Horror mit Drag Me to Hell, der Geschichte einer Kreditsachbearbeiterin namens Christine, die mit einem Fluch in Konflikt gerät. Wenn sie keinen Weg findet, dem Einhalt zu gebieten, wird Christine 3 Tage lang von einem Dämon gequält, bevor sie in die Hölle geschleppt wird. Die Öffnungssequenz macht deutlich, dass es auch nicht nur in Christines Kopf ist. Ein kleiner Junge wird zu einem Medium gebracht, weil er Stimmen hört, nachdem er einer alten Frau eine Halskette gestohlen hat. Alle alten Raimi-Visitenkarten im Stil von Evil Dead kehren zurück. Die schiefen Winkel, die atemberaubenden Nahaufnahmen, die verrückten kinetischen Kameraführungen. Aber die Szene zeigt auch, dass der Dämon keine Gnade kennt, da die hektischen Hilferufe des Jungen sein Schicksal nicht aufhalten.